Die Beast Piratenbande ist eine der bekanntesten Piratenbanden in der neuen Welt. Ihr Kapitän ist Kaido, die stärkste Bestie der Welt. Die Bande residiert in Wano Kuni und ihr Hauptquartier liegt auf Onigashima. In den letzten 25 Jahren hat die Beast Piratenbande gemeinsam mit Kurosumi Orochi Wano Kuni eingenommen. Kaido stand mit Doflamingo und Caesar Crown in Geschäftsbeziehung, um seine Bande mit künstlichen Teufelsfrüchten auszustatten. Den sogenannten Smile-Früchten. Die Taten der Beast Piratenbande in Wano Kuni und unter anderem der Mord an Kozuki Oden sowie die Zerstörung von seinem Schloss und die Versklavung der Einwohner sind der Grund, weshalb die Ninja Pirate Mink Samurai Allianz gegründet wurde, um Kaido und Orochi zu stürzen. In dem heutigen Video möchte ich euch einmal die gesamte Beast Piratenbande vorstellen und euch die wichtigsten Mitglieder einmal näher erläutern. Doch bevor wir mit dem Video starten, würde ich dich wie immer einmal bitten, diesen Kanal zu abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Wenn du das tust, besteht die Möglichkeit auf einen kurzen Shoutout in diesem Abschnitt des Videos. Die drei neuesten Abonnenten auf diesem Kanal sind Danny, Lieske, Toru und CrazyYannick2. Thanks für eure Abos und kommen wir nun zu einigen Beast Pirates Basics. Die Beast Piratenbande besteht aus einer gewaltigen Piratenorganisation mit einer Armee von knapp 20.000 Charakteren. Auch die Beast Piratenbande hat eine gewisse Hierarchie, Kaido ist der Kapitän und unter ihm stehen die Allstars, die Headliner, die Gifter, Pleasurers, Waiters sowie die Numbers. Zu diesen einzelnen Parteien kommen wir gleich im Detail. Die Bandenpositionen scheinen von Stärke dominiert zu sein. So haben zum Beispiel die Tobiroppo die Möglichkeit, einen der Allstars herauszufordern, um ihre Position zu erhalten. Nicht nur die Tobiroppo können die Allstars herausfordern, auch Queen wollte zum Beispiel einen der Tobiroppo töten. Später hat sich dann herausgestellt, dass Queen Drake meinte, weil dieser die Bande hintergangen hat. Kommen wir nun zu den einzelnen Gruppierungen in der Beast Piratenbande. Ganz oben in der Hierarchie der Beast Piratenbande steht Baba Kaido. Der mythologische Zorn-Teufelsfruchtnutzer hat irgendwann nach dem God Valley-Zwischenfall die Beast Piratenbande gegründet. King war sein erstes Mitglied in der Bande, irgendwann haben sich dann die anderen Mitglieder der Bande angeschlossen. Sehr wahrscheinlich waren seine Allstars mit die ersten Mitglieder der Beast Piratenbande. Zu den Allstars zählen King, Queen und Jack. Sie werden auch die drei Katastrophen genannt. King ist im Englischen als das Wildfire bekannt, auf Deutsch ist seine Katastrophe die Feuersbrunst. Das klingt echt so, als ob man Wildfire auf Wish bestellt hat. Queen ist die Pest, aka die Seuche, und Jack die Dürre. Diese drei Charaktere sind die Kommandanten der Beast Piratenbande. Sie verfügen alle über eine mächtige antike Zornteufelsfrucht und sie haben alle Kopfgelder von mindestens 1 Milliarde Berry. King hat sogar ein Kopfgeld von 1 Milliarde 390 Millionen Berry. Die drei gehören auch alle unterschiedlichen Rassen an. King gehört zu einer ausgestorbenen Rasse, ohne jetzt die Anime-Zuschauer zu spoilern, aber seine Rasse wird im Krieg auf Onigashima noch näher beleuchtet. Queen scheint ein Mensch zu sein, der sich zu einem Cyborg umgebaut hat, und Jack ist ein Fischmensch. Deswegen ist er auch nicht ertrunken, nachdem er von Sunisha geone-shottet wurde. Die drei Beast Boys sind auch recht riesig. Jeder von ihnen hat mindestens eine Größe von 5 Metern. Gleichzeitig scheinen sie in Wano Kuni selbst bestimmte Positionen inne zu haben. Jack war zum Beispiel als Herrscher von Kuri bekannt. Queen war für die Gefangenenmine in Udon verantwortlich. Und King? Ja, keine Ahnung, was King für eine Position auf Wano hatte. Er ist auf jeden Fall sehr wichtig für die Beast Piratenbande. Er darf sogar höchstpersönlich andere Kaiserpiratenbanden von Wasserfällen stoßen. Sowas darf neben King eigentlich nur noch Marco. Queen und Jack haben außerdem ein eigenes Schiff mit einer Galionsfigur von ihrer Zoan-Form. Es ist unklar, ob King auch ein eigenes Schiff hat. Immerhin kann der Boy mit seiner Zoan-Frucht einfach überall hinfliegen. Genau wie Kaido auch. Bevor King und Queen im Manga revealed wurden, dachte man, einer der beiden Allstars hätte eine Skorpion-Zoan-Teufelsfrucht. Denn neben der Mammutschiffe der Beast-Piratenbande wurde auch ein Skorpionschiff in der Story präsentiert. Keine Ahnung, zu welchem Charakter dieses Schiff gehört. Als nächstes kommen wir zu den Tobiroppo. Sie werden auch die Flying Six genannt. Dabei handelt es sich um die 6 stärksten Headliner in der Beast Piratenbande. Zu den Tobiroppo gehören Page One, Ulti, Husu, Black Maria, Sasaki und Diaz Drake. Drake musste jedoch seine Kündigung einreichen, nachdem ihn Basil Hawkins bei Queen verpetzt hat. Aus den Flying Six wurden dann die Flying Five. Jeder der Tobiroppo hat im Gegensatz zu vielen anderen Headlinern eine echte Zorn-Teufelsfrucht verzehrt. Auch die Tobiroppo sind dem Ancient Theme treu. Sie haben nämlich alle Teufelsfrüchte von prähistorischen Lebewesen. Ihre Kopfgelder sind auch sehr hoch, so hat Husu zum Beispiel ein Kopfgeld von 546 Millionen Berry. Das ist höher als zum Beispiel das Kopfgeld von Iso mit 510 Millionen Berry. Iso war einer der 16 Kommandanten der ehemaligen Whitebeard-Piratenbande, wohingegen Husu
dazu, lediglich einer der 6 Tobiroppo in der Beast-Piratenbande ist. Die Allstars und die Tobiroppo scheinen sich nicht wirklich ausstehen zu können, sie sind den Allstars jedoch unterstellt. Queen hat zum Beispiel Page One und Drake in die Hauptstadt der Blumen geschickt, damit die beiden sich um den Osoba-Nudelbesitzer Sangoro kümmern. Einige Mitglieder der Tobiroppo kommandieren noch eigene Giftergruppierungen, dazu aber später mehr. Neben den Tobiroppo gibt es noch die klassischen Headliner in der Beast-Piratenbande, dazu zählen zum Beispiel Speed, Basil Hawkins, Scratchman Apu, aber auch unter anderem Daifugo, Babanuki, Solitaire, Bao Huang und noch einige mehr. Wenn man alle Headliner, also auch die 6 Tobiroppo mitzählt, dann hat die Beast-Piratenbande insgesamt 21 bekannte Headliner. Scratchman Apu und Basil Hawkins haben beide Paramezia-Teufelsfrüchte und die restlichen bekannten Headliner sind im Besitz einer Smile-Frucht. Die Frucht von Jin Rummy zum Beispiel haben wir noch nicht zu sehen bekommen. Im Wano Kuni Arc haben wir viele der Headliner kennengelernt, sie scheinen wichtige Führungspositionen in dem Land zu haben. Hold'em war zum Beispiel eine Art Bürgermeister von Bakura. Daifugu, Solitaire und Babanuki waren zum Beispiel Wärter in der Gefangenenmine in Udon. An und für sich sind die Headliner sicherlich starke Piraten, die es mit vielen Charakteren im Paradies aufnehmen können. Da sie jedoch lediglich eine kleine Gruppierung in einer Kaiser-Piratenbande sind, kommt ihr volles Talent wohl nicht wirklich zum Vorschein. Im Krieg auf Onigashima sehen wir diese Charaktere dann auch zur Genüge. Unter den Headlinern stehen dann die Gifters, Pleasurers und Waiters. Einige der Headliner sind wie bereits erwähnt auch Gifter, das heißt, sie haben die Fähigkeiten der Smile-Früchte erhalten. Lasst uns einfach mal sagen, die Gifters sind nicht unbedingt das, was ich mir unter künstlichen Zoan-Teufelsfruchtnutzern vorgestellt habe. Wisst ihr noch damals im Pankasat-Arc, als Caesar gesagt hat, es gibt einen Kaiser, der hat eine Armee von über 500 Zoan-Nutzern? Da war man richtig hyped. Stellt sich heraus, das war einfach nur ein Fake-Marketing von Caesar. Seine künstlichen Zoan-Früchte liegen weit hinter der künstlichen Zoan-Teufelsfrucht, die Vegapunk erschaffen hat. Die Gifters, die keine Headliner sind, wirken eher wie Gag-Charaktere. Die klassischen Zoan-Nutzer haben coole Character-Designs, während die Gifter einfach wie eine Troll-Version von Zoan-Nutzern aussehen. Das Snacken einer Smile-Frucht ist außerdem mit einem gewissen Risiko verbunden, denn nicht jede davon schenkt einem Fake Zoan-Fähigkeiten. Es besteht nämlich nur eine 10%ige Erfolgschance. Das heißt, die Gifter sind eigentlich nur die Charaktere, die dieses Glücksspiel mit einer Smile-Frucht gewonnen haben. Die Pleasurers hingegen sind die Mitglieder der Bande, die auch eine Smile-Frucht verzehrt haben und keine Smile-Fähigkeiten erhalten haben. Sie sind somit verdammt, für immer ein Fake-Lachen zu haben, ihre wahren Gefühle werden dabei unterdrückt. Viele der Pleasurer haben im Krieg auf Onigashima die Seiten gewechselt, nachdem Queen sie dem Oni-Virus ausgesetzt hat. Die Waiters sind die Charaktere in der Gruppe, die darauf warten, eine Smile-Frucht zu bekommen. Diese Gruppierung hat irgendwie Pech und Glück zugleich. Pech in dem Sinne, dass sie keine Smile-Frucht erhalten können, dass Caesar und Doflamingo out of business sind, und Glück, naja, weil sie keine Smile-Frucht essen müssen. Wäre ich ein Mitglied der Beast-Piratenbande, würde ich safe versuchen, mich irgendwie davor zu drücken, diese Frucht zu essen. Ich hätte einfach gar keinen Bock, mein Leben lang fake zu lachen. Sasaki ist anscheinend für die gepanzerte Division von Giftern zuständig. Es wird außerdem vermutet, dass wenn es 500 Gifter in der Bande gibt und die Erfolgschance bei 10% liegt, ungefähr 4500 Pleasurer in der Bande sein müssen. Wenn man diese Rechnung weiterführt, müssten ungefähr 15.000 Mitglieder der Bande aus Waitern bestehen. Als nächstes kommen wir dann zu den Numbers. Dabei handelt es sich um 10 Charaktere, an denen experimentiert wurde, um antike Riesen wiederherzustellen. Die Numbers wurden jedoch als Fehlschlag gewertet, der aktuelle Grund dafür ist aber noch unbekannt. Sie wurden dann anschließend von Kaido gekauft und als menschliche Waffen in seine Bande integriert. Die Numbers sind, wie der Name der Gruppierung bereits sagt, nach Zahlen benannt. Sie haben außerdem die verschiedensten Farben, Yaki ist zum Beispiel pink, wohingegen Goki grün ist. Sie haben auch alle eine besondere Lache, die zu ihrem Namen passt. Fuga scheint außerdem eine Smile-Frucht verzehrt zu haben, er hat nämlich den Unterkörper eines Pferdes. Die echte Pferdefrucht wurde ja von Pierre, dem Vogel von Gunford, gesnackt. Die Numbers sind so eine kleine betrunkene Rasselbande in der Beast-Piratenbande. Keiner kann sie wirklich ausstehen, aber gleichzeitig gehören sie irgendwie zu der Bande. Genau wie die Gifters sind die Numbers eher die Gag-Charaktere der Bande. Die Beast-Piratenbande hat dann noch ein eigenes Überwachungssystem. Dabei handelt es sich um die sogenannten Marys. Diese Gruppierung besteht gleichzeitig aus Menschen, aber auch aus Cyborgs. Sie tragen alle jeweils Masken mit einem Auge drauf. Durch diese Masken können sie anscheinend alles, was auf Onigashima passiert, aufzeichnen und es versenden. Anscheinend hat Onigashima sein eigenes Intranet am Start. Sehr wahrscheinlich wurde diese ganze Infrastruktur von Queen zusammengebaut. Aktuell sind Bao Huang und Kaiman Lady die einzigen namentlichen menschlichen Charaktere, die zu den Marys gehören. Eine weitere Gruppierung gehört auch aktuell zu der Beast-Piratenbande. Dabei handelt es sich um die ehemaligen Samurai und Ninja von Kurosumi Orochi. Nachdem Kaido Orochi
geköpft hat, stellt er Orochis Onivabanchu und seine Mimiwarigumi unter eine Wahl. Sie können sich Kaido anschließen oder gemeinsam mit Orochi untergehen. Sie haben sich dann einfach alle instant dazu entschlossen, Orochi zu hintergehen und sich Kaido anzuschließen. Irgendwie wundert's ja nicht, dass der nicht loyale Shogun keine loyalen Gefolgsleute hat. Dazu zählen dann auch zum Beispiel Charaktere wie Fukuro Koju oder Hotei. Die Beast Piratenbande hat bisher als einzige Kaiserpiratenbande noch kein definiertes Flaggschiff. Wir haben zwar viele Schiffe von der Beast Piratenbande bereits in der Story gesehen, aber bisher wurde kein Flaggschiff der Bande festgelegt. Wie bereits erwähnt, haben Jack und Queen ihre eigenen Flotten. Das Schiff von Jack trägt by the way auch den Namen Mammoth. Eventuell gibt es auch einfach kein Flaggschiff, weil Kaido in seiner Drachenform einfach kein Schiff benötigt. Wenn es ein Problem gibt, dann fliegt er dort einfach hin. Genau dasselbe könnte man auch über King sagen. Denn auch er benötigt eigentlich kein Schiff als Fortbewegungsmittel. Wir haben auch leider nicht wirklich viele Territorien der Beast Piratenbande kennengelernt. Bis auf Wano Kuni und Onigashima haben wir lediglich eine Winterinsel gesehen, die unter Kaido Schutz steht. Auf diese Insel ist Drake gereist, um sich mit Scotch anzulegen, um dadurch dann ein Mitglied der Beast Piratenbande zu werden. Eventuell bekommen wir nach dem Krieg auf Onigashima noch weitere Inseln zu sehen, die zur Beast Piratenbande gehören. Das war's dann mit meinem heutigen Video zu allen bekannten Mitgliedern aus der Beast Piratenbande. Wer ist dein Favorite-Mitglied in dieser Bande? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Abschließend möchte ich noch vielen Dank an die Romans Dusk Patreons und YouTube-Mitglieder Dominik Braunseis, Marco Tickert, Nils Otto Fuselwind, Nils Beritzmann, Thomas Vierter, Marius Olehes, Mark Fes Gorksen, Ricardo Baumann, Beckel, Konstantin Mauf, Jans Rollende Welt, Sebastian K., OneX Dragon, Tomoya Nanase, Super Matthew Blocksberg, Kirin Ketsu, Shiguro Otoria, Fundor Teregnon, Swiss Grimm, Maya Maya, Felix Mirsonet, Diego 727, Alexander Jensch, Postmeier Matthias, Mr. Goodlife, Carlo Princip, Domdom 09, Kaiju B, Mames Sunshine, Dennis, Demon Alpaka, Sinnlos Hipster, Heraklesen, Dart Marco und Malicious Nemesis aussprechen. Vielen lieben Dank für euren Support und vielen Dank auch an diese Patreons und YouTube-Mitglieder. Wenn dir meine Videos gefallen, dann schau dir doch direkt auch folgende Videos an und in dem Sinne, bis zum nächsten Video. Take care, ciao.